Ich möchte Ihnen nur ganz herzlich danken, Mr. Shatner. Als Wissenschaftsjournalist habe ich folgende Frage. Durch Ihre Karriere als Schriftsteller und als Schauspieler haben Sie so viele Menschen dazu gebracht, sich für die Wissenschaft zu interessieren. Wie halten Sie das Gleichgewicht zwischen Wissenschaft und Science Fiction? Sie sind beide dasselbe. Ein Astrophysiker, der das Universum betrachtet, denkt in Begriffen der Science Fiction. Er sieht einen rotierenden Planeten oder einen matt leuchtenden Stern, also weiß er, dass dort ein Planet ist. Er sagt sich, oh, ist dort ein Planet im, was auch immer, M12? Ist das möglich, dass er weit genug von der Hitze entfernt ist und dass er Wasser aufweist? Unsere Erde ist 5 Milliarden Jahre alt. Das Universum ist 15 Milliarden Jahre alt. Was ist in den 10 Milliarden Jahren passiert? Wenn ich in 5 Milliarden Jahren entstanden bin, was entstand dann noch? Noch etwas in den 10 Milliarden Jahren? Ich weiß, es klingt seltsam, ich verstehe das alles. Und schauen Sie mal, wenn man all die mathematischen Gleichungen berücksichtigt, wir wissen alle, wovon ich rede, dann muss einfach in jeder Ecke des Universums Leben entstanden sein. Man weiß es einfach, es ergibt für mich Sinn. Und haben Sie eine Meinung dazu, warum wir keine Methode gefunden haben, die Entfernungen zu bestimmen? Ja, die Entfernungen. Wie Sie wissen, sind die Geschwindigkeiten so gewaltig. Die Lichtgeschwindigkeit kann dorthin also. Ja, aber weil etwas so Wesentliches mit dem Leben und seinen Nischen überall ist, dass die Sache, die wir nicht sehen, die dunkle Materie, die wir nicht sehen können, hat so etwas wie Leben in sich. Sie muss Bestandteile von Leben aufweisen. So muss das einfach sein. Es ist alles zyklisch, alles ist dasselbe. Es funktioniert alles überall auf dieselbe Weise. Ich rede gerade über das Geheimnis von Science Fiction. Wissenschaft und Science Fiction sind im Grunde dasselbe. Ich danke Ihnen, Mr. Shatner. Die Kraft, die zwei Körper aufeinander ausüben, ist proportional zum Produkt der beiden Massen, die da aufeinander wirken, und umgekehrt proportional zum Quadrat des Abstandes. Übrigens, dieses Quadrat, diese zwei, die da steht, ist die Anzahl der gravitativ aktiven Raumdimensionen minus 1. Ich denke, dass Menschen einen Drang haben, etwas zu erforschen. Und ich denke, es ist wirklich so, dass die Menschen anfangen, die niedrige Erdumlaufbahn zu verlassen. Habt ihr es gesehen? Moment, wir wiederholen es noch einmal. Habt ihr es jetzt mitbekommen? Eine kleine Helligkeitsschwankung, zumindest für den Laien. Experten von der NASA und Astronomen in ihren Elfenbeintürmen hingegen sehen dies daraus. 7 auf einen Streich und wir sind gar nicht bei den Gebrüdern Grimm und dem tapferen Schneiderlein, sondern wir sind bei der NASA und deren Experten, die aus der kleinen Helligkeitsschwankung dieses CGI-Universum interpretieren, während die Massenmedien damit beschäftigt sind, diesen faulen Zauber mit einem ohrenbetäubenden Applaus zu beklatschen. Wie man solche Planeten entdeckt, denn die können sie ja nicht sehen, weil sie zu lichtschwach sind. Aber wenn die an ihrem Stern vorbeigehen, dann sieht man in den Lichtkurven einen Abfall. Und das ist ein Hinweis, dass da irgendein dunkler Körper, also ein Planet, sich befinden muss. Und es geht um eine Beobachtung mit Hilfe der Transitmethode. Das heißt, der Stern liegt in einer sehr günstigen Konstellation mit seinem Planeten. Wenn Sie die Beobachter sind, dann zieht genau in der Sichtlinie der Beobachter jetzt der Planet vorbei oder mehrere sogar, verdunkeln den Stern ein bisschen und aus diesen Helligkeitsschwankungen kann man dann alles Mögliche herauslesen. Natürlich wird da viel Computersimulation verwendet. Naja, man weiß, dass sie, und das ist das, sagen wir mal, Sensationelle, die sind erdähnlich. Das heißt, die haben dieselben Größen der Erde. Wir sehen ja jetzt hier schon und so eine Aufarbeitung. Das entscheidende ja. Wasser. Das weiß man also tatsächlich. Das weiß man also tatsächlich. Wir sind einen großen Schritt vorangekommen bei der Beantwortung der Frage, die so vielen Philosophen am Herzen liegt. Die Frage, die wir uns in einsamen Momenten stellen, sind wir allein da draußen? Ich rede gerade über das Geheimnis von Science Fiction. Wissenschaft und Science Fiction sind im Grunde dasselbe. Ich danke Ihnen, Mr. Shatner.
Space, the final frontier. It was really quite hypnotic. These are strange new worlds.